solid war der erste Drittel, finde ich. Er hat solid gespielt und okay, der gehen in Führung von einer Bulli-Situation dann in unserer Drittel. Fast die erste Möglichkeit wurde gehabt in unsere defensive Drittel dann nützen. Aber dann hat wir unsere Powerplay fast zum 100% genützt in erste Drittel dann. Das ist auch gefährlich, dass man gehen in Führung so mit eigentlich ganz einfach nach 0-1 gehen wir in Führung und benutzen unsere Powerplay. Ein Breakaway auch von Jamie und Keller dann zum 3-1. Dann ist das so. Das ist so kleine mentale Sachen eigentlich. Wir anfangen eigentlich zweite, dritte ganz gut auch. Fischer hat eine gute Möglichkeit. Dazu noch ein paar Möglichkeiten und dann kommt dieser Fehler in unsere dritte Land zum 2-1 und noch ein Fehler zum 3-3 und dann ist das Spiel eine ganz offene Partie und wir machen in dieser Phase die zweite Hälfte in das Spiel eigentlich so viele individuelle Fehler, weil wir reden über eine Drittel Puckkontrolle in eine Drittel und auch in neutrale Zone. Das ist eine gefährliche Mannschaft. Die hat Qualitäten, wenn wir reden über Umstellung in das Spiel und da hat man 100% genützt, finde ich. Jetzt diskutieren wir alle über den unmöglichen Viertelfinalgegner, aber eigentlich müsst ihr mehr auf euch schauen jetzt, oder? So auf? Auf euch, auf eure eigene Leistung schauen. Ist das falsch? In fünf Tagen beginnen die Playoffs. Aber das ist so. Man muss auch verstehen, die Spieler. Ich habe diese letzte Runde gespielt. 30 Jahre in meiner Karriere und das ist so schwer, wir gehen in Führung in das Spiel und im Hintergrund hat schon der Spieler die vierte Finale in seinem Kopf. Man geht in Führung und mental sind man in den Hintergrund, im Kopf und unbewusst sind man schon am Freitag und das ist etwas, wo man auch menschlich beobachten muss. Gehen in Führung und man nimmt einen Wechsel ab und dann dreht das Spiel. Lassen dies abhaken, dieses Spiel, wie möglichst du kann und dann fokussieren. Aber es war kein normales Spiel, weil es geht auch um den Heimvorteil fürs mögliche Halbfinale. Ne? Ja, Halbfinale. Aber da ist das Media, wo reden über. Ja, zum ersten muss man schaffen, ein Viertelfinale, oder? Kommst du zum Viertelfinale, oder? Ja. Ja. Wenn wir das schaffen, bekommt ein Einladung zum Halbfinale. Das ist klar, wenn du reden über Zukunft und längere Zeit im Playoff, war die Punkte und die zweite Platzierung vielleicht wichtig. Aber für uns als Spieler und für mich als Coach ist die wichtigste Phase, dass ich leben kann, Spiel für Spiel. Dann kann Medien und alle anderen reden über, was kommt nachher. Aber was ich weiß, hat Klagenfurt von dritter Platz gewonnen letzte Saison, oder? Wenn ich meine Historie gelesen habe. Oder vierte, vielleicht vierte war das. Dritte oder vierte. Tommy, die Verletzten, weißt du, was mit Silvester ist? Wie sieht es bei Olet und André Lacos aus? Ja, Olet sieht das sehr gut aus. Er war meist gestern und auch heute, so das sieht sehr gut aus für Freitag. Der Plan ist, dass ich trainiere voll mit der Mannschaft auf Dienstag und auch André voll mit der Mannschaft dann. Silvester muss wir abwarten, er hat einen Schuss geblockt dann und ja, hoffentlich alles bestens. Tommy, siehst du das jetzt, diese Niederlage, eher als Warnschuss vor den Playoffs oder muss man sich doch jetzt ein bisschen Sorgen machen? Nein, nach der Performance? Ich brauche keinen Warnschuss für mich sowieso, das ist ein ganz anderer mentaler Status am Freitag. Okay, man kann also dieses Spiel verlieren auch. Aber nicht da auf den Grund, was wir hat geredet über. Es ist sicherlich so, dass das ist eine ganz andere Partie. Egal welches steht auf anderer Seite dann. Wie viele Teams hast du jetzt im Kopf? Das ist jetzt auch schwierig. Letztes Jahr hast du die freie Wahl gehabt. Jetzt musst du warten, was Salzburg und was Bozen machen. Ja. Wir stehen in einer Situation, wo wir haben 50-50 Chance. Nicht mehr. Hast du dich jetzt schon die oder letzten Tage damit beschäftigt oder jetzt nur jetzt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich überhaupt nicht beschäftigt. Das ist der Medium, wo er mir auch dann als Coach, das ist klar, da gibt es
Gedanken, kurze Phase über den Tag, aber nicht mehr, muss ich sagen. Triffst du die Entscheidungen viel alleine oder fragst du noch viele dazu? Nein, man redet ganz offen eigentlich. Das ist, man redet mit den drei Kapitänen und zum Schluss ist das so eine Entscheidung. Wir reden dort auch über ein Mannschafts- oder Teamentscheidung. So kann man sagen, Team oder Team. Betreuerstaff und ein paar Spieler, nicht ganze Mannschaft.